Hallo ihr Lieben, wir sind im Menschenmuseum in Berlin am Fuß des Fernsehturms. Da seht ihr sogar den Fuß des Fernsehturms. Das ist der echte Fuß des Fernsehturms am Alexanderplatz. Und das hier sind verhüllte Plastinate, die der Gunther gemacht hat. Ihr könnt hier sehen, das ist die Balkenturnerin und das hier ist ein Tänzer. Und leider sind die zensiert. Hier kann man das sehen. Es ist tatsächlich so, dass im Jahr 2018, also schon Ende 2017 ist es passiert, hat das Bezirksamt Mitte die Verhüllung dieser Figuren beschlossen. Die sind jetzt hier mit so einer Auto-Wärmfolie zugepackt. Ich kann es nicht fassen. Ich kann es mir nicht fassen. Ich kann es wirklich nicht fassen. Jeder möchte doch wissen, wie sein Körper aufgebaut ist. Jeder hat doch mal eine Operation, jeder hat doch mal Magengrimmen, einen kaputten Fuß, einen Beinbruch, Krebs, Zysten, irgendwie Hautveränderungen. Das kann doch nicht wahr sein, dass man das nicht mehr sich angucken darf. Wir nehmen jetzt einfach mal. Nehmen wir mal das hier. Also so würde das Plastinat normalerweise aussehen. Da sieht man die Lungensäule und das Gehirn und die Lungen und das Brustdrüsengewebe und die ganzen Muskeln hier. Was genau dürfen Menschen jetzt davon nicht wissen? Hä? Super, mega beknackt. Und wie die Ines gerade schon richtig sagte, man kommt sich vor. Wie im Mittelalter. Im Mittelalter wurde auch solches Wissen einfach verboten und jetzt sind wir wieder im Mittelalter angelangt, wo wir nichts mehr über menschliche Anatomie lernen dürfen. Du hast demnächst ja auch eine Operation, ne? Da ist das doch auch für dich auch ganz interessant, wahrscheinlich dir das mal vorher und nachher anzugucken. Oder ja, nicht? Das wäre sehr interessant. Es ist allgemein sehr interessant, was zum Beispiel mit einer Lunge passiert, wenn man viel raucht. Allgemein alle möglichen Krankheiten, wie das dann am Ende aussieht. Also was heißt am Ende? Also auch währenddessen, während die Krankheit verläuft. Wie lang ein Darm ist, wo die Muskeln lang verlaufen für alle Leute, die Sport machen. Dann können sie es auch mal sozusagen von innen sehen. Aber es ist alles zensiert. Vom Bezirksamt Berlin Mitte. Unglaublich, wirklich unglaublich. Verhüllungsverfügung tritt die Würde der Körperspender befüßen. Ja, das stimmt allerdings. Das sind ja alles echte Körperspender, die sich überlegt haben, dass sie anderen Menschen die menschliche Anatomie zeigen möchten. Aber das dürfen die jetzt nicht. Also selbst wenn man das möchte, darf man es nicht. Ganz schön verrückt. Also ich schüttle den Kopf. Was ihr machen könnt, geht mal ins Menschenmuseum. Schaut euch die Facetten des Lebens an. Und das Ganze ist sehr, sehr menschenfreundlich und lebensbejahend. Mittlerweile stehen jetzt auch Tiere drin, sogar ein Einhorn, weil die Menschen dürfen ja nicht mehr gezeigt werden. Oh mein Gott, also hoffentlich wird die Welt wieder normal irgendwie 2019. Kommt ins Menschenmuseum. Bis bald. Tschö. Hallo, wir sind im Menschenmuseum drin am Alexanderplatz unterm Fernsehturm. Und die Ausstellung ist mittlerweile zensiert. Also ich bin seit 1999 bei den Körperwelten und ich kann das nicht verstehen. Man kann hier lernen, wie ein Herz funktioniert zum Beispiel. Also wusstet ihr wirklich, wie super fett die Adern sind, die aus dem Herz rauskommen? Also ich finde das total krass. Und könnt ihr euch wirklich vorstellen, wie die so komisch laufen? Also ich bin Biologe, ich kann mir das am besten hier an so einem Plastinat vorstellen. Ich weiß nicht, ist aber auch verboten. Und, also das ist nicht verboten, aber viele andere sind mittlerweile nicht mehr in der Ausstellung oder verhüllt. Aber nur damit ihr euch mal vorstellen könnt, also hier, so sieht das aus, das Adersystem der Menschen. Also Gunther hat das nicht nur die Technik entwickelt, wie man das Gewebe haltbar macht, indem man den Wasseranteil erst durch Aceton austauscht und dann Plaste da rein tut, sondern er ist auch ein wunderbarer Gefäß. Aus Kunststoffer. Also ihr könnt sehen, dass jede einzelne kleine Ader oder Kapillare oder viele davon hier sichtbar sind. Das ist ja absoluter Wahnsinn. Und ich denke, das kann man sich auch gar nicht vorstellen, wenn man es noch nie gesehen hat. Also da muss man einfach mal anschauen, um zu verstehen, warum jeder kleinste Schnitt Blut hervortreten lässt. Aber soweit ist es jetzt schon. Weil viele Plastinate auf Wunsch des Bezirksamtes Berlin-Mitte nicht mehr gezeigt werden dürfen, stehen jetzt hier Tierpräparate. Also ich kann es nicht fassen. Also besucht das Menschenmuseum, wo eigentlich die menschliche Anatomie gezeigt werden soll. Und schaut euch das Ganze mal an. Ich finde es auch schön, dass Tiere hier sind. Ich liebe Tiere, ich finde sie super geil. Aber irgendwie frage ich mich so langsam, in was für einer Welt wir eigentlich leben, in der man die menschliche Anatomie, Adern, Herzen, Muskeln, Lungen, Nieren, Köpfe nur noch unter ganz bestimmten Bedingungen zeigen kann. Als ob das irgendwie geheim wäre.
Tschüss, euer Marc.